Hi! Ah, die Katze ist gerade hier bei uns gerade drüber unterhalten, warum... Ich habe gesagt, das ist des Pudels Kern. Und dann habe ich mich gefragt, warum Pudel eigentlich einen Kern? Hat er gar nicht. Und dann meinte sie doch zu mir, wenn du reinbeißt, dann merkst du es. Ja, das von der Vegetarierin, also Shoutouts. Ich weiß immer noch nicht, wo der Mond hier ist, aber ich schätze mal, der ist hier irgendwo. Ich fliege einfach mal lockerflockig drüber. Das, die Ziege da, lass mich hier nochmal fletschen von ihm hier. Ja, immer ohne Ziege. Yoshi, so ist eine Ziege. Ich kann es immer noch nicht... Oh Gott. Slow down auf Doom. Why? Yay, da ist er doch. Natürlich ist hier der Mond. Wo auch sonst. Okay, jetzt muss ich hier nochmal rallen. Wow. Am besten nicht sterben. Leute, ich bin immer noch nicht gestorben in diesem Let's Play. Immer noch nicht. Hehe. Erstmal nachmachen, ne? Aber Mario ist ja jetzt auch nicht so... Also jetzt gerade ein Bier. Uiuiui, vielleicht wird das ja jetzt was mit dem Sterben. Brauche ich die Ziege? Na, die Ziege brauche ich nicht. Also die Ziege brauche ich für das Level danach. Leute, das ist nicht mehr Yoshi, das ist die Ziege. Haben wir es jetzt erstmal etabliert. Das ist übrigens die gleiche Ziege, beziehungsweise Bruder von der Ziege, die bei Jurassic Park gefressen wird. Aber schon mal, irgendwann hatten wir das schon mal, das Thema, meine ich. Ja, ja, da ist er wieder. Wer meinst, warum der so oft da ist? Sie werden nachgezüchtet und das bei der Jurassic Park Ziege war genau das gleiche. Kommt ja jetzt nächstes Jahr doch der neue Jurassic Park. Ich bin total, ich werde total enttäuscht sein, wenn die da keine Ziege haben. Da werde ich, ich werde den Kinosaal stürmen. Ich werde das dem auch schreiben, diesem Star-Lord, dass ich das so überhaupt nicht gut heißen kann, wenn die da keine Ziege haben. Also, das, Leute, nee, ehrlich, das macht man nicht. Oh, ja, das ist... Okay, gib mir das. Bei diesen Raketendingern gibt es einen richtig klasse Trick. Also, die Raketendinger schießen immer in die Richtung, in die du guckst. Pass auf, wir machen mal. Pass auf, er schießt jetzt nach rechts. Achtung. Nee, das ist doch kein Trick. Sie verarschen mich alle im Internet. Diesen Trick gibt es gar nicht. Und Trick bei diesem Spiel ist einfach, sich nicht von den Dingern hier verarschen zu lassen. Nein, einfach, don't let him get to you. Don't let him get to you. Zum Beispiel sowas hier. Wo du so ein Zeitfenster von... Guck mal, wenn die das nachlegen. Und was ist das überhaupt für eine Hand? Ist die von Mickey Mouse? So, jetzt die Ziege nehme ich weg. Und das Problem bei Wasserlevels ist, dass du nicht so schnell bist wie Yoshi. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du deine Hinterbeine anstrengen, wie du möchtest. Du bist nicht so schnell wie Yoshi. Weil der nämlich... Okay, Leute, hier könnte ich sterben. Leute, das ist ein Wunder. Ein Level, in dem ich Angst kriege bei Super Mario World. Leute, nein. Also auch für die Hardcore-Challenge. Ich habe überlegt, ob ich das mal aus Spaß noch machen soll, aber... Nee. Das ist... Es hat so viele tote Winkel. Alleine das hier. Guck mal, ich muss aus dem Bildschirm raus. Sonst schaffe ich dann nimmer. Und hier das. Ah! Okay, Leute, jetzt... Jetzt ist hier Phase. Jetzt darf ich nur noch einmal getroffen werden. Dann ist Ende. Alle Register sind gezogen. Oh Gott. Leute, jetzt macht mal hier keinen auf Randale, Carsten. Okay, da kann ich nicht stehen. So einfach... Oh, ja. Guck mal, wie blöd die da in diese Wand programmiert wurden. Die wurden nicht programmiert, die wurden einfach noch reingesetzt. Hör, zum Beispiel das hier wieder. Da kann ich einfach durchlaufen, ja. Wie viel sind das? Hat da irgendwann nicht jemand mal gesagt, komm, hier ist gut, das sind schon genug von diesen Torpedo-Heinis. Nee, das war denen dann immer noch zu wenig. Da haben sie gesagt, ja, komm, mehr. Gib mir noch ein paar von denen, los. Juhu! Damit haben wir die Star Road. Oh Gott, ja. Gib mir das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder ein extra Leben. Jetzt müssten wir so an die 130 haben. Gefühlt. Wofür sind die in diesem Spiel überhaupt da? Die braucht man nicht. Wenn es ein Mario-Hack wäre, ne? Da hast du dann zu wenig. Da kriegst du nämlich die ganze Zeit auf die Fresse. Aber hier? Naja. Okay. Ich hole mir jetzt nochmal eine Ziege.
Ja, tut mir leid, dass ich immer farme, aber das tut mir eigentlich gar nicht leid. Ich will das einfach nur sagen, falls irgendeiner von euch dann wieder sagt, das ist aber nicht so gut. Der Matty sagt, der wäre ein Mario-Profi, aber schafft es doch nicht mehr mit dem kleinen Mario zu reiten. Ich hab gerade gereilt. Zum Beispiel hier, dass ich mir jetzt kein Cape hole. Hm, das ist super gereilt. Aber ich brauche das extra Leben, das ist wichtig für mich. Hui! Übrigens, ich weiß noch, damals in der Grundschule, noch ein Thema jetzt hier. Da mussten wir mal erzählen, was wir am vorigen Tag gemacht haben, damit die Lehrer dann wussten, ob du jetzt aus einer Assi-Familie kommst oder nicht. Ja komm, wollen wir mal kein Blatt vor den Mund nehmen. Und eigentlich ging es ja darum. Und damit die sehen können, dass man auch mal was für die Schule gemacht hat und so weiter und so fort. Ich habe natürlich nie gesagt, dass ich was für die Schule gemacht habe, weil wäre ja gelogen gewesen. Okay. Das ist natürlich... Ich mache jetzt erstmal das... Ziege! Bleibst du wohl hier? Das schwerste Exit im ganzen Spiel. Eigentlich ist es einfach. Aber ich mag das Konzept von diesem Level. Ja, mag ich tatsächlich. Ja, das sag ich nicht nur so. Das meine ich wirklich ernst. Guck mal hier. Er schmeißt jetzt zum Beispiel nämlich... Oh Gott, scheiße. Eigentlich müsste ich ihn ja mal rausziehen. Woo! Und wollen wir nochmal eine Runde teabaggen oder was? Oh ja. Sollen wir das nächste auch gleich mal machen? Komm, wenn wir schon mal hier sind, machen wir das auch noch. Hier gibt's, glaube ich, hier Yoshi-Coins. Gibt's hier Yoshi? Ich meine, hier gibt's Yoshi-Coins. Aber die sind recht gut versteckt. Whee! Gibt's, ich glaube, es doch, es gibt keine Yoshi-Coins. Leute, ich habe euch verarscht. Ihr habt das noch nicht mal gemerkt. Okay. Nein! Das ist meine! Ich brauch das, ist wichtig für mich. Ech. Das ist übrigens eine der Erinnerungen, die ich an Super Mario World habe, diese Koopa-Ketten hier. Die waren schon damals zum Kotzen und jetzt... Hier! Werd glücklich damit! Blöder kleiner Mini-Koopa, du. Der ist ja eigentlich fetter als andere Koopas. Weil die anderen, die sehen mir immer so schmächtig aus und er... Er ist dann so ein Dicker. Okay, können wir uns darauf einigen, dass es hier keine Yoshi-Coins gibt? Das frage ich immer. Ja, einigen wir uns drauf, ne? Also Handschlag jetzt. Ich halte euch meine Hand hin. Ja, dankeschön. Ich hab's gespürt. Ja, ich hab's gespürt. Das war schön. Yay, einmal wieder zurück. Okay, holen wir uns mal einen roten Yoshi, um ethisch korrekt zu sein. So, haben wir uns einen roten Yoshi geholt. Wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, das wäre nur die gerechte Strafe gewesen. Aua! Ja, Leute. Das ist alles meine Bestrafung hier. Woo! Was habe ich hier denn gemacht? Da habe ich ja aufgeräumt. Mann, das tut morgen noch weh. Da bin ich mir sicher. Hier. Okay. Okay, I'm cool. Ich bin cool, ich bin cool. Woo! Nee. Ich bin doch nicht so ganz cool. Übrigens, als kleiner Mario, wenn hier kein Koopa mehr ist, den du da schmeißen kannst, ist das jetzt schon eine ziemlich gemeine Geschichte. Aber hier ist ja einer. Ach, das ist so gedacht, dass man da den dagegen schmeißt. Aha. Oder hier fürs Schlüsselloch benutzt. Oder so. Yeah. Okay. Okay. Übrigens, Fun Fact, auf dieser Strecke kriegt man genug Speed zusammen, um zu fliegen. Und das mache ich auch. Ich glaube, hier gibt es nämlich auch keine Yoshi-Coins. Und wenn ihr jetzt alle schreit, Maddie, hier gibt's doch Yoshi-Coins! Dann gibt's da eben Yoshi-Coins. Oh, Mann! 10 von 10! Super Sprung, den ich hier gemacht habe. Uiuiui, gut, dass ich es aufgenommen habe. Weil das wird mir dann hinterher wieder keiner glauben. Oh, scheiße. Nee. Also theoretisch. Jetzt mal ohne Flachs. Wäre da jetzt. Oh Gott, ich hab doch hier genug Anlauf. Na, doch, doch, das schaffe ich. Das schaffe ich. Da muss nur so ein Ernie wie er hier. Einfach mal Platz machen. Oh, oh nee. Das muss auf Anhieb. Das muss auf Anhieb. Ja! Ah!
Boom! Oh, ich hätte es nicht gedacht. Leute, gibt es hier Yoshi-Cards? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich echt nicht. Dann machen wir das nochmal hier. Die lasse ich erstmal. Jetzt musst du dran glauben. Und ab dafür. Kann ja mal so mittig fliegen. Vielleicht sind hier ein paar Yoshi-Coins. Hier ist der P-Switch. Der ominöse P-Switch. Womit man eigentlich das komplette Level durchspielen muss. Ah! Okay. Du bist so eine Sau, Yoshi! Du bist so ein Arsch! Oh Gott! Das ist unglaublich. Oh ja, dann machen wir das eben so. Das ist aber auch so partiell meine Schuld gewesen. Aber nur so ein bisschen. Oh Gott, ist das ein Arsch, ey. Ja, ich will das essen! Njam, njam, njam. Ohne Worte. Ohne Worte, Freunde. Ohne Worte. Frisst ihr das einfach? Ich glaub's auch. Halt, kann's ihm ja nicht böse sein, weil er weiß es ja nicht besser. Aber ich will auch keinen blauen Yoshi haben. Nee, keinen gelben Yoshi haben, ich will einen blauen haben. Einen besoffenen Yoshi, das ist das Beste, was du haben kannst in diesem Spiel. Hier, ich beschmeiß dich jetzt mit Pilzen. Erstmal aus dem Bild raus. Dann existiert der gar nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn du den aus dem Bild rausschmeißt und dann einen Yoshi holt? Ist das dann ein Extra-Leben oder ist das ein Yoshi? Haha. Und um dieses Geheimnis offen zu halten, werde ich es jetzt auch nicht auflösen. Ich bin so eine Sau. Okay, Star Road. Special, Gnarly. In diesem Level. Amazing! Few have made it this far. Beyond lies the special zone. Completed and you can explore a strange new world. Good luck. In diesem Level gibt es übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber es gibt in diesem Level ganze 8 Yoshi-Coins, weil du auch verschiedene Wege hast, dieses Level durchzuspielen. Diesen Level durchzuspielen. Ey, normalerweise sollte der da oben hoch. Aber tut er nicht. Nein, will er halt nicht. Nee. Und für meine Variante brauchen wir den P-Switch. Gehen wir mal die freundliche Route hier. Am besten mit einer sich drehenden Karte. Oh nein, ich brauche den P-Switch. Leute, wenn ich den P-Switch nicht habe, dann kann ich das nicht schaffen. Eine tolle Wurst. Jetzt darf ich das... Ja, Leute, es läuft bei mir. Also, ich bin zwar ein bisschen drin gerade, aber... Oh Gott, nein, das war falsch. Whoop! Ne, der dreht sich nur und macht nichts. Der macht nichts, der will nur spielen. Okay. Ja, tut mir leid, ich habe gerade so ein bisschen Panik vor diesem Koopa. Was tut mir eigentlich alles leid in diesem Let's Play? Alles. So, hier wäre nämlich noch ein extra Leben gewesen. Cool, ne? Und dann rein wir mal hier so rein. Erste Station, das heißt, hier haben wir 3 Yoshi-Coins, das sind genug. Und hier auch nochmal 3 Extra-Leben, wo auch immer die herkommen. Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Und hier einmal durchs Ziel. Diese Hammerbruder-Geschichte hier gebe ich mir nicht mehr, die ist mir ein bisschen zu gefährlich. Okay. Leute, ich versuche jetzt ein Wagnis. Tubular ist... Ne, das machen wir beim nächsten Mal. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich hole jetzt erstmal noch einen blauen Yoshi und dann... Oh, das wird nichts, Leute. Ich sag's vorher, es wird nichts. Ich sag vorher, dass es nichts wird. Das wird der erste Tod in diesem Let's Play. Der erste. Leute, der erste. Hier. Das muss auch erstmal nachmachen hier, ne? Komm, Dicker. Mach dich mal groß. Check. Okay. Dann geht's hier wieder runter. Und beim nächsten Mal versuchen wir das. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich weiß nicht, ob es klappt. Aber das ist für mich kein Grund, es nicht zu versuchen, diesen Level ohne Ballon zu schaffen. So, jetzt habe ich es gesagt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.